Beefy. Die Art Department. Freelance Development. Hallo und herzlich willkommen zu Beefy Roll Action in Hollywood. Ich bin Stefan die Waldfee und wir spielen heute ein Werbespiel von 1994. Gemacht von Freelance Development. Und von denen hatten wir schon mal gehört. Wir haben von denen gespielt gehabt, das Telekommando kehrt zurück und Dunkle Schatten. Ja, die machen überraschend gute Werbespiele. Und auch dabei ist die Art Department. Die sind bekannt für solche Sachen wie Moorhuhn, Sven das Schaf und gefälschte Bilanzen, wegen denen die dann bankrott gegangen sind. So. True Story. Dinge normal, Texteinstellungen. Ich mache langsam, da kann ich durchklicken. Sehr schön. Und jetzt sag du mal, was du in den Ferien getrieben hast, Lukas. Genau, erzähl mal. Ich hab gejobt. Ach ja, richtig. Davon hattest du ja schon vor den Ferien gesprochen. War's gut? Ich fange mal am besten ganz von vorne an, ja? Dann lass mal hören. Also, ich bekam diesen Job beim Rapido-Transport. Du meinst den Fahrradschnellservice in der Stadt? Genau. Was ist das denn? Ganz einfach. Man setzt sich aufs Fahrrad und fährt den ganzen Tag Eilsendungen in der Stadt herum. Meistens kommst du mit einer Menge interessanter Leute zusammen. Also beispielsweise Agenturen und Reisebüros. Modesender und Großbetriebe. Und natürlich die Filmstudios. Ja, so ein Reisebüro ist wirklich Musterbeispiel für coole Dinge. So. Und genau dort ist mir was total Irres passiert. Da bin ich aber gespannt. Also, alles hat mit dieser Eilsendung von Beefy angefangen. Die Mini-Salami? Die Beefy Roll? Die Pepperami? Genau. Die waren nämlich gerade dabei, einen Werbespot für das Fernsehen abzudrehen. Dann gab es eine Änderung im Drehbuch und das musste dringend in das Studio. Sag bloß, das hast du dann gemacht? Sonst würde ich es ja nicht wissen, oder? Stimmt. Okay. Ich sauste also mit meinem Drahtesel los und kam bald darauf bei den Studios an. Rückblende. Guten Tag, junge Frau. Wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie kurzsichtig? Sind Sie der Pförtner, junge Frau? Oh, entschuldige. Ich kann nur vor lauter Müdigkeit nicht mehr so richtig sehen. Und wer bist du? Erstmal schön geduzt hier. Offizieller Pförtner von irgendeinem riesigen Filmstudio, erstmal alle Leute duzen. Ich bin vom Kurierdienst, ich soll hier was abgeben, ein berühmter Schauspieler. Klar, erstmal direkt loslügen. Netter Versuch. Sicher einzumogeln. Aber absolut zwecklos. Obwohl du fast ein wenig wie Sly Sylvester aussiehst. Der Star aus Raboski 2. Genau der. Naja. Schmeichel. Natürlich übe ich ein wenig mit der Hantel. Protz. Aber so viele Muskeln habe ich auch nicht. Wenn du viele Muskeln hättest, würde ich auch niemals behaupten, dass du wie Sly Sylvester aussehen würdest. Ach so? Sly ist in Wirklichkeit dünn wie eine Bodenstange. Also genau wie du auch. Oh, voll gedisst. Aber in seinen Filmen. Das ist doch nur ein Kostüm. Und die Tätowierungen sind auch nicht echt. Schade. Nun gut, aber jetzt sag mir bitte, was du hier eigentlich möchtest? Fragezeichen? Ich bin vom Kurierdienst. Ah, ich erinnere mich.
Oh, du sollst die Beefy Roll Drehbuch abgeben. Hier dein Infrarotchip. Clip. Infra was? Infrarotclip. Damit die Türen automatisch aufgehen, ich klicke mal ein bisschen zu schnell. Wir sind hier nämlich ziemlich modern eingerichtet, weißt du? Ja, wenn ich hier ein bisschen... Die Texte gehen manchmal echt übel schnell und wenn ich dann zwischendrin klicke, dann überspringe ich gleich zwei. Ist ein bisschen doof, ich weiß. Tut mir leid. So. Macht Ihnen die Arbeit hier Spaß? Kann man ja mal fragen. Einfach ein bisschen Smalltalk handeln. Naja, wenn man nicht nur dauernd so früh aus den Federn musste. Okay. Wieso gähnen Sie eigentlich immer? Kann man ja auch mal direkt so fragen. Schön blöde Frage. Weil es Spaß macht. Naja, gestern haben wir ein bisschen gefeiert. Ich und die Jungs vom Club. Sie und die Jungs vom Club? Vom Club der Wild Boys. Wir alle mit unseren Bräuten. Ich hatte meine Emmy hinten auf meiner Harley dabei. Oh, Junge. Ist dann spät geworden. Scheiße. Das mit dem Wegklicken ist echt blöd. Ja, aber ich hab's schon extra... Ich muss das nachher mal umstellen. Entschuldigung. So, was haben Sie denn gefeiert? Unser 40-jähriges Jubiläum. Wir sind immer noch der heißeste Club in der Stadt. Dann wurde es wohl nach 10. Nach 10? Nun mach mal keine Witze, Junge. Ab Mitternacht fängt die Fete doch erst so richtig an. Aber... Gähn. Ich hätte fast vergessen, dass ihr jungen Leute alle Schlaffis seid. Keinen Mumm mehr in die Knochen. Dann werde ich mal weitergehen. Ja, tu das mal. Ey, gibt's hier Optionen? Sprich, nimm. Kann ich Escape drücken? Cool. Vielleicht geht das ja ein bisschen besser hier. So. Ja, der Pförtner erstmal schön uns gedisst. Doppelt und dreifach. Die alte Sau. Betrachten kann ich hier mal. Der Arme. Ich darf nicht weiterklicken hier. Hält sich mit Mühe und Not wach. Ich habe jetzt keine Dialoge mehr durchklicken, lieber Stefan. Betrachte Kind. Kleiner Junge. Hat hier offensichtlich ein Jojo. So. Ich sehe gar nichts. Okay, Illidan, dann mach mal deine Binde runter. Sprich mit. Gibt's hier Tastenkürzel? B? Oh, ich kann hier mit B durchklicken. Das ist cool. Kann ich sonst irgendwas Lustiges machen mit 1, 2, 3? Ah ja, das geht auch noch. Sehr nützlich. Warte, kann ich. Ja, genau. Okay. Das geht natürlich auch. Falls ich also keine Maus angeschlossen habe, 1994, dann machen wir das eben so. Einen hübschen Ball hast du da, Junge. Nicht wahr? Wirklich hübsch. Willst du tauschen? Tauschen? Ich bin ganz wild auf Tauschgeschäfte. So, ja. Den Ball habe ich mit Peter gegen einen Bonbon getauscht. So. Das Bonbon hatte ich vorher mit Inge gegen ein Poster getauscht. Aha, das muss voll das Ultra-Bonbon sein. Das Poster. Grübel. Jetzt fällt's mir gerade wieder ein. Ulla hatte diesen Lastwagen, den sie mit ihrem Bruder getauscht hatte. Oh, du kennst Ulla? Nein, aber ihren Bruder. Toll. Naja, eigentlich kennt den ja jeder. Wo war ich denn stehen geblieben? Ist nicht so wichtig, mein Junge. Ich hab noch viel zu tun. Habt ihr immer. Ihr Erwachsenen. Ihr nehmt euch auch niemals Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in eurem Leben. Als da wären. Gute Tauschgeschäfte? Vielleicht hast du da ja recht, mein Junge.
ich werde mein Leben nochmal überdenken. Ja, von wegen. Also ich persönlich hab auf jeden Fall genug getauscht in meinem Leben. Meine ganzen Yu-Gi-Oh! Karten habe ich getauscht. Und dann war es Zeit für ein Duell. Ha, True Story, habe ich hier noch irgendwo rumliegen. Irgendwann kram ich es mal wieder aus. Für ein Duell. Ja. Ich kann es dir mal durchlesen. Das Drehbuch für den Beefy-Spot. Ich muss es dem Direktor bringen. Beefy ist, weiß ich nicht, ist wie Wi-Fi, Bi-Fi. Das ist, wenn die Japaner versuchen, Wi-Fi auszusprechen, war das, glaube ich, Bi-Fi. So, voll lustig. Mein Besuch ausweisen. Damit ich hier überall ganz offiziell rumstromern kann. Der Infrarot-Clip. Mit dem komme ich durch die Türen. Ja, okay. Heutzutage ist das hier natürlich ein und dasselbe, ne? Mit hier, wie heißt das nochmal? Nahfeldkommunikation. Sehr praktisch. Habe ich für die Arbeit auch. Mitarbeiterausweis. Und gleich so ein Ding dran, dann sind die ganzen Türen freigeschaltet von irgendwelchen, keine Ahnung, von irgendwelchen coolen Dingen. Ja, Labore und keine Ahnung, Werkstätten und allen möglichen Kram. Ah, die Tür geht also automatisch auf. Wahrscheinlich wird mein Infrarot-Clip irgendwie geortet. Ich hatte mal eine Infrarot-Maus, die war voll kacke. Kann ich Ihnen helfen? Glaub ich nicht. Warum ächzen Sie denn so? Janweh, Fürsterlich. Das tut mir aber leid. Ich hätte übrigens gerne Herrn Direktor Schlönstadt gesprochen, ist dringend. Worum geht's denn? Um das Skript für den neuen Beefy-Werbespot. Das geht nicht. Wieso? Weshalb? Warum? Weil er nicht da ist. Sie können aber das Skript auch mir übergeben. Autsch! Ich darf das Skript nur persönlich überbringen. Dann müssen Sie warten. Okay. Ey, wollen Sie mal nicht zum Zahnarzt gehen? Anstatt hier so rumzujammern. Nein. Das geht schon vorbei. Ja, falls du mal Zahnschmerzen hast, lieber Zuschauer, nicht erst bis zum nächsten Tag warten. Das geht nicht wieder vorbei. So schnell wie möglich gehen. Kann ich dir nur raten. So, wann kommt er denn wieder? Ich weiß es nicht. Dann warte ich eben so lange, bis er kommt. Hast du jetzt davon? So, kann ich dir nochmal angucken. Eine Sekretärin mit üblen Zahnschmerzen. Okay. Wenn ich mir nicht merken konnte, schon vor Ewigkeiten, wie Sekretärin geschrieben wird, weil das ein schweres Wort ist, war es immer meine Eselsbrücke Sekret. Sekretärin kommt von Sekret. Ein Sekret absondern. So, Regal. Voller Bücher und Geschäftsunterlagen. Mehr Regal. Vielleicht später. Ich möchte bitte das... Warte. Nimm Regal. Vielleicht später, okay. Nimm hier was raus. Will ich was klauen? Hier nehme ich nichts weg. Weiß nicht warum. Betrachte Computer. Zeig. Was? Ich will wissen, was das für ein Ding ist. Guck mal, hier ist doch bestimmt... Hier, das Kettenslot. Und hier, weiß ich nicht, irgend so einen... wie hießen die denn damals? So ein... Zip? Hieß das Zip-Laufwerk? So eine Diskette, nur fetter? Betrachte Schublade. Okay, vielleicht später. Wenn die nicht da ist, ne? Dann räumen wir hier richtig aus. So schaut's doch aus, nicht wahr? Schöne Aussichten. Zum Büro. Okay. Vielleicht... Ja, okay. Solange wie die uns hier beobachtet. Fassen wir hier nichts an. Was haben wir hier noch? Zur VIP-Lounge. Da gehöre ich natürlich hin. Die Türe geht nicht auf. Nein. Sieht aus, als käme ich hier nicht so einfach hinein. Das ist wie im wahren Leben, lieber Zuschauer.
Ich denke immer, ich komme zur VIP-Lounge und in Wirklichkeit geht die Tür nicht auf. Mop, mop, mop. Okay, klar. Das hier ist... Wow, wirklich? Oh ja, vielen Dank, liebe Entwickler, dass... Da kann ich mich gut daran orientieren. Ja, dass hier jeder Stockwerk gleich aussieht. Ich meine, wir haben hier ein lustiges blinkendes Signal, wie hoch wir sind. Und natürlich hier eine Zahl, aber ihr seid echt ganz schön faule Säcke. So, erstes Obergeschoss. Ach cool, das sieht man sogar, dass man von der 7 in die 1 länger braucht als vom Erdgeschoss. Zur Denkfabrik. Mhm. Da gehe ich einfach mal rein. Klar. Wow, voll die Fabrik. So. Autor. Da hinten noch ein Autor. Na dann. Er scheint ziemlich beschäftigt zu sein. Und der? Ganz in seine Arbeit vertieft. Und der? Er scheint ziemlich viel zu tun zu haben. Okay. Oh, Pinnwand. Zeig mal her. Die Pinnwand hängt voller Nachrichten. Dann nimm. Ich lasse die Zettel lieber daran hängen. Sprich, der Mann hier sieht sehr beschäftigt aus. Ich glaube, ich lasse ihn lieber in Frieden. Kann ich? Ich spreche wohl noch mal mit mehr Leuten. Der Mann sieht nicht so aus, als hätte er Lust auf irgendwelche Gespräche. Hat wahrscheinlich sehr viel Arbeit zu erledigen. Okay, ich versuch's trotzdem mal. Schadet ja nicht. Lieber nicht. Ich will niemanden bei der Arbeit stören. Aber hier schön im Zimmer rumstromern. Ja, okay, das... Vielleicht können wir hier später noch mal was tun. Jetzt jedenfalls offensichtlich nicht. Jedenfalls danke, lieber Programmierer, dass wir hier einfach Zugang bekommen zu dieser Tür, ohne auch nur irgendwas erledigen zu können. Fühlt sich einfach gut an. Die Tür geht nicht auf zur Technikerteilung, okay. Anscheinend kann ich mit meinem Clip nicht in jeden Raum hinein. Verlesen kann passieren. Die Fonts, also die Schriftarten, waren damals für CRT-Monitore gemacht. Und hier ist es ein bisschen schwierig. Geht dir vielleicht auch so. Geht übrigens bei den anderen Spielen auch schon so. Das Telekommando kehrt zurück und... Dunkle Schatten. Zweiter Stock. Okay. Sehr abwechslungsreich hier. Tonstudio. Ja, sieht aber ziemlich cool aus, oder? Schau nur, fettes Mischpult. Sehr teuer. Kann ich bestätigen. Bänder. Kassetten oder auch DAT-Bänder? Kann ich so genau sagen. Schon wieder verlesen. Ein Tapedeck. Na dann. Könnte auch ein DAT-Gerät sein. Tape-Deck, okay. Kabine. Eine spezielle Aufnahmekabine. Vielleicht für die Synchronisation? Ja. Spezielle Aufnahmekabine sitze ich auch gerade drin. Ist einfach mein Zimmer. So. Und das Ding hier hängt vor meinem Mund. Und das Ding hier habe ich auf dem Kopf. Und das sind Boxen, ne? Einfach nur. Ich habe erst überlegt, ob solcher Schaumstoff ist für die Wand. Aber brauchen sie ja natürlich nicht, wenn sie eine coole Kabine haben. Aufnahmegeräte. Ach ja, wie in den anderen Spielen auch, haben wir so eine komische Mausbeschleunigung. Ja, wahrscheinlich unerschwinglich. Die ist voll seltsam. Die ist am Anfang voll langsam. Und wenn ab einem bestimmten Punkt wird die einfach dreimal so schnell. Und dann knall ich hier rechts und links dagegen. Das ist wahrscheinlich alles dieselbe Engine. Ja, Aufnahmegeräte hier. Mittlerweile ist es ein Computer bei mir. Und früher sah es mal so hier aus. Also auch in meinem Zimmer, ne? Ich hatte natürlich den ganzen Raum voll, wo ich noch vor 3 Jahren Let's Plays gemacht habe und ein fettes Mischpult. Ist natürlich die Wahrheit. Zur Sex-Abteilung. Klingt gut. Gehe ich hin. Die Tür geht nicht auf. Ich überlege gerade, was das heißt. Sound FX. Und FX steht für... Keine Ahnung. Zur Maske. Ah ja, ist ein alter Film, kenne ich noch. Die Maske.
Ja, ich selber muss natürlich nicht in die Maske. Aber ein Kumpel von mir, der professioneller Twitch-Streamer ist, der trägt wohl immer Schminke. Weil geht, glaube ich, auch nicht anders. Ansonsten siehst du aus, als hättest du dich mit Speck eingerieben. Werde ich früher oder später wahrscheinlich auch machen müssen. Sobald ich hier meine Kamera habe, aber im Moment habe ich sie noch nicht. Bin eh zu hässlich. Aber ich kann ja eine Maske tragen. Haha. Schön, schön. Probieren wir es eben nochmal. Von ganz vorne? Na klar. Mist. Kamera ab! Captain. Ja? Wir haben da etwas auf dem Bildschirm. Schau, schau. Ein enorm großes Objekt nähert sich uns mit Warp 12. So, so. Es ist auf vollem Kollisionskurs mit unserem Schiff. Abknallen. Sollten wir nicht erstmal irgendwas senden? Na gut. Sagen Sie den Fremden, dass wir ihnen das Hinterteil absingen, wenn sie nicht... Captain? Können wir das nicht ein wenig diplomatischer? Wäre auch logischer. Na gut. Schicken Sie schöne Grüße, das Föderationsblabla und fragen Sie, was das soll. Was sagt eigentlich Ihr Gerätle zu den Fremden? Mein Gerätle? Hab noch gar nicht oben reingeguckt. Dann wird's aber Zeit. Captain? Ja, Okura? Das enorm große Objekt meldet sich gar nicht. Es ist deine Mutter. Auf dem Weg zum Kühlschrank. Abknallen. Captain? Ja, Mr. Sprotz? Mein Gerätle geht ja gar nicht mehr. Ha! Das haben die Fremden bestimmt kaputt gemacht. Könnte das vielleicht ein neues Romuladenschiff sein? Ohne Kloakendevice? Um uns zu irritieren. Erscheint unlogisch. Oh, ich habe ihm die falsche Stimme gegeben. Captain, schauen Sie! Ah! 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 Stopp! So weit, so gut. Die Dialoge waren ja schön, aber die Tonspur ist ja bereits aufgezeichnet. Dummerweise habe ich gerade vergessen, die Kamera einzuschalten. Ich glaube, wir müssen es nochmal aufnehmen. Schön, schön. Probieren wir es eben nochmal. Von ganz vorne? Na klar. Mist. Kamera ab. Okay, wieder von vorne. Kann ich einfach reinlaufen? Ich will jetzt lieber nicht stören, das verstehe ich gar nicht. Ich habe das auf dem Bildschirm. Es ist enorm groß. Es ist deine Mutter auf dem Weg zum Kühlschrank mit Warp 12. So. Also los, Leute. Je schneller wir mit dieser Szene am Ende sind, desto besser. Okay. Also, seid ihr fertig? Ton ist bereit. Bin soweit. Kamera ist bereit. Auf mein Kommando fährst du das Band mit dem Captain ab. Ist klar. Denkt dran, ihr seid mitten im Gefecht. Also schön hektisch und mit viel Gefühl. Wird gemacht. Toll. Dann werde ich ganz leise sein. Action. Mr. Scotch. Wir brauchen noch mehr Energie auf die Schilde. Captain, ich kann nicht mehr geben. Und wer soll uns dann vor den Romuladen beschützen? Ich versuche es, Captain. Zisch, peng. Wir haben einen Volltreffer auf die Brücke abbekommen. Verletzte? Nicht direkt. Okura ist gestolpert und gegen Sprotz gepurzelt. Sprotz hat dann den Halt verloren und sie sind zum Treppchen runtergerollt. Die beiden Dummbatze. Mist. Und ich langweile mich hier wieder zu Tode. Okay, ist ja schon ziemlich lustig. Spratzel. Schnell. Scotch, schalten Sie sofort die äußeren Schnüffelsensoren ab. Schlimm? Diese Romuladen setzen das verdammte Kloakendevice mal wieder ein.
Riechsensoren sind aus. Kann ich sonst doch irgendwas für Sie tun? Ja, bringen Sie mir doch bitte eine Tasse Tee. 2 Zuckerküchlein. Vielleicht noch einen Keks für Mr. Sprotz und eine Limo für Zecke. Captain? Ja, Mr. Scotch? Ich meinte eigentlich die wichtigen Sachen. Sie haben recht, Mr. Scotch. Streichen Sie den Krempel für Sprotz und Zecke und bringen Sie nur mir die Küchlein. Ei, ei, Sir. Gut. Cut. Aus. Wunderbar, Leute. Scotch, du warst toll. Voll das Smiley im Weg. Danke sehr. Na, alles abgefilmt? Bestimmt nicht. Kamera war spitze. Toll. Wie war der Ton? Einwandfrei. Allerdings, die Spule ist ein kleines bisschen, naja, muss nicht unbedingt was Schlimmes heißen. Hallo, Junge? Ja? Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Würdest du uns einen kleinen Gefallen tun? Na klar, ist ja nur während meiner Arbeitszeit. Dann gib doch bitte diese Tonspule weit. Oh. Hier ist die Spule und seid damit ganz vorsichtig. Ja, okay. Schnelle Dialoge, mache ich doch gerne. Vielen Dank, Junge. Ja, die 3 Meter wolltest du nicht selber laufen, verstehe ich total. So, und dann stand ich mit dieser Spule da. Raumschiff Enterhaken. Traumhaft. Was ist daran denn so traumhaft, Meine Idole. So ein Glück wollte ich auch mal haben. Ich war total auf Science-Fiction ab. Männer. Was ist mit deinem Beverly Holz 0815? Das kann man doch gar nicht miteinander vergleichen, finde ich. So, so. Edge. Neckt euch gefälligst nachher, ihr beiden. Ich will wissen, wie es denn weiterging. Ich begleitete die Leute nach draußen auf den Flur. Die hatten es alle ziemlich eilig, Feierabend zu machen. Kann ich verstehen. Ja, ich auch. So? Nun ja, auf jeden Fall überlegte ich, was ich tun sollte. Ja, und das erfährst du, lieber Zuschauer, in der nächsten Folge. Voll die krasse Geschichte, nicht wahr? Ja, also dafür, dass es ein Werbespiel ist, finde ich es schon ziemlich lustig. Nimmt sich selbst nicht so ernst und hat schöne Musik und ist schon ziemlich gut gemacht, nicht wahr? Na gut, nächste Folge hier, gib mir dein Abonnement und bis dahin, tüdelü.